Eleglide M1 Plus E-Bike. Könnte sich dieses E-Mountainbike für Damen und Herren für dich lohnen oder nicht? Darum soll es in diesem Video gehen. Das Amazon-Angebot dazu werde ich dir auch unten in der Videobeschreibung verlinken. So, ein Elektrofahrrad hat den Vorteil, dass es dir die Radtour erleichtert, ja. Man kann natürlich auch mit einem ganz normalen Rad eine schöne Radtour machen, ganz klar. Hier geht es darum, dass es dir die Radtour erleichtert durch den Motor, ja. Manche Leute sagen, finde ich super, diese Art von Fahrrad, für andere vielleicht nicht so gut geeignet. Das ist wirklich eine Geschmacksfrage und genau. So, wir haben hier die Elektrounterstützung durch den Motor, was echt schon richtig, richtig ordentlich ist. Wir haben eine 36V 12,5 Ah Batterie, also der Akku ist definitiv hier auch zu dem Preis durchaus sehenswert, ja. Was haben wir hier noch? Mit einer vollen Ladung können Sie eine Reichweite von bis zu 100 Kilometer mit elektrischer Unterstützung erreichen. Das ist natürlich ordentlich. Intelligentes LCD-Display, auch das ist wirklich sehr, sehr praktisch. Ja. Grundsätzlich, wie bereits gesagt, bei einem Elektrofahrrad geht es um diese extra Unterstützung bei der Radtour. Muss man jetzt nicht unbedingt haben. Die einen Fahrradfreunde sagen, ja, finde ich super. So ist meine Radtour noch ein bisschen entspannter. Für andere vielleicht nicht so gut geeignet, kann ja jeder selbst aussuchen. Wenn ich mir das Preis-Leistungs-Verhältnis vom Eleglide M1 Plus E-Bike anschaue, würde ich schon sagen, dass das ein faires Angebot ist. Ob du das genauso siehst, ist natürlich deine Sache. Amazon-Angebot dazu werde ich dir auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir viel Spaß bei deiner nächsten Radtour. Alles Gute und ciao, ciao.